Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Video über das Radiodity DB40D, das 2,70 Zentimeter Mobilfunkgerät für DMR und für FM. Heute wollen wir ein bisschen ins Eingemachte gehen. Nachdem wir im letzten Video ja die Programmierung erledigt haben, wollen wir heute mal schauen, wie wird das Gerät bedient, welche Möglichkeiten gibt es mit den Tasten, mit dem Mikrofon und welche Einstellungen bietet das Gerät denn im Detail. All das jetzt im kommenden Video. Ganz vorne an und klären erstmal, wofür ist denn eigentlich dieser Schalter hier? Das ist natürlich der Schalter zum Einschalten. 2 Sekunden gedrückt halten, dann geht hier das Funkgerät an. Zeigt euch hier nochmal Radiodity und on und dann seht ihr, sind wir hier auch schon in der Oberfläche. Das ist was, was mir bei Radiodity immer sehr gut gefällt. Das Gerät ist sofort da. Man muss nicht lange warten, bis da irgendwas gebootet ist, sondern man kann direkt loslegen. Ja, über diesen Knopf kann natürlich auch hier ausgeschaltet werden. Man kann den aber auch kurz drücken. Ihr seht das hier im Display. Da, wenn man ihn kurz drückt, dann wird hier die Sendeleistung umgeschaltet von Low auf High, von 20 Watt, die wir hier haben, auf 40 Watt maximale Sendeleistung. Das wird euch auch hier dann im Display entsprechend angezeigt. Ja, und wenn wir den drücken und halten, dann wird das Gerät wieder ausgeschaltet. Hier muss man natürlich auch wieder 2 Sekunden gedrückt halten und so kann man das halt bequem an- und wieder ausschalten. Ja, der nächste Knopf, den wir dann haben, ist dann hier oben der Drehknopf. Das ist eigentlich so der Hauptdrehknopf, mit dem wir uns durch Menüs bewegen, mit dem wir Menüpunkte auswählen etc. Das ist eigentlich so der wichtigste. Und wenn wir den einmal drehen hier, dann seht ihr, dann tut sich hier was und hier können wir damit einfach durch einen Kanal wechseln. Die Kanäle, die werden euch auch immer hier oben angezeigt. Da steht dann CH1 und wenn ich da mal drehe, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, und so können wir hier durch die einzelnen Kanäle in einer Zone gehen. Wenn ich den Knopf einmal kurz drücke, dann komme ich hier ins Hauptmenü. Hier kann ich dann auch wieder durch die Menüpunkte durchgehen, Menüpunkte einfach auswählen, so immer tiefer reingehen, solche Sachen. Und hier über die Back-Taste komme ich dann wieder zurück auf meinen Hauptbildschirm. Wir können die Taste aber auch drücken und halten. Und wenn wir das machen, das ist auch ganz interessant, dann kommen wir hier in die Kanaleinstellungen für den jeweiligen Kanal, den wir gerade aktiv geschaltet haben. Und hier können wir jetzt alles ändern. Wir können hier ändern, ob es ein analoger oder digitaler Kanal sein soll. Die Empfangs- und die Sendefrequenz können wir ändern. Die Leistung können wir ändern. Den Timeslot können wir ändern. Den Color-Code können wir hier ändern und solche Sachen. Also alles, was hier gebraucht wird. Hier ist die Empfangsgruppe. Dann haben wir hier unter Kontakt haben wir die Talk-Gruppe, können wir ändern. All solche Sachen halt. Und das können wir dann hier mit Save to Current Channel auch wieder abspeichern oder mit Save to Selected Channel auf einen anderen Kanal speichern. Ich zeige euch das Ganze auch nochmal gerade bei einem analogen Kanal. Wenn wir einen analogen Kanal haben, sieht das so ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier andere Optionen. Ihr seht, dass da sind nur 13 Optionen dann verfügbar und da sind natürlich auch ein bisschen andere dabei. Ja, was zum Beispiel die Subtöne angeht, die wir hier beim Senden und beim Empfangen nutzen wollen, die können wir eben hierüber dann entsprechend auch konfigurieren. Wenn man das jetzt mal falsch konfiguriert hat beim Erstellen des Codeplugs, kann man das also hier schnell mal ändern. Ja, dann kommen wir hier zu den Seitentasten. Die Seitentasten, die obersten drei, sind ja immer programmierbar. Da kann man dann frei auswählen, was man drauflegt. Ich habe hier in dem Fall einerseits den Promiscuous Mode drauf, also das Durchschalten aller Talk Groups. Ich habe ja einen Filter mit den RX-Gruppen, dass nur bestimmte Talk Gruppen durchgelassen werden. Und hier kann ich eben in diesen Promiscuous Mode schalten oder den auch an- und ausschalten und so alle Talk Gruppen durchlassen. So kann ich immer mal hören,
Ist denn da vielleicht irgendeine andere Talkgruppe gerade, die da das Relais benutzt? Bei analogen Kanälen funktioniert natürlich der Promiscuous Mode nicht, dann gibt es hier eine Fehlermeldung. Aber dafür habe ich mir hier den Monitor fürs lange Drücken draufgelegt. Wenn ich also hier lange drücke und halte, dann wird der Monitor hier geschaltet. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ja, und so kann ich halt hier klassischerweise Monitor schalten. Ihr könnt natürlich auch den Squelch reduzieren und auch in dem Menü ausschalten, aber hier habe ich eben durch langes Drücken dann diese Monitor-Funktion drauf. Dann kommen wir zum PF1. Das ist einmal hier, wenn ich da drauf drücke, die Auswahl der Zonen. Hier kann ich also bequem dann die Zone wechseln. Wenn ich den Kanal hier in eine andere oder die VFO in eine andere Zone schalten möchte, dann ist das hier drüber möglich. Und wenn ich hier gedrückt halte, dann wird die Vox-Funktion aktiviert, was man da oben sieht. Deswegen muss ich das ein bisschen leiser sprechen. Ich schalte das mal wieder aus. So kann ich also die Vox-Funktion hier aktivieren für den Fall, dass ich das mal brauche. Dann habe ich auf der PF2 die Kontakte. Einerseits natürlich sind das die Talkgruppen, die man hier eingerichtet hat. Andererseits kann man hier aber auch neue Kontakte anlegen oder manuell eingeben, wenn man die DMR-ID von jemand hat. So kann man hier schnell mal auf diese Kontakte zugreifen. Wenn ich die Taste lange drücke und halte, dann seht ihr schon, steht hier GPS on. So wird das GPS eingeschaltet. Hier im Studio ist der Fang jetzt nicht so gut, deswegen schalte ich es auch direkt wieder aus. Aber wenn ihr zum Beispiel APRS nutzen wollt und solche Sachen, dann kann man das hier eben mal schnell an- und ausschalten. Ja, dann gibt es hier die Menütaste. Diese Taste hier ist immer mit dem Punkt da unten auch verbunden, genauso wie diese Taste auch da mit dieser Funktion verbunden ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, komme ich ebenfalls ins Menü, genauso wie wenn ich da drücke. So kann ich also schnell auch nochmal hier mit einer anderen Taste ins Menü gehen. Ich kann die Taste auch drücken und halten, und wenn wir das mal machen, dann steht hier plötzlich Unlock, und hier kann ich jetzt drehen und machen und habe hier eine Tastensperre quasi drin, sodass ich nichts mehr verstellen kann. Und wenn ich das wieder entsperren will, muss ich hier die Taste wieder drücken und halten, und dann ist hier das wieder freigeschaltet. Kommen wir jetzt zu den Elementen hier auf dieser Seite. Hier sind ja auch die obersten drei frei programmierbar. Hier auf das oberste habe ich mir gelegt, alles was mit Strom irgendwie zu tun hat. Also wenn ich mal kurz drücke, dann kann ich auch hier die Sendeleistung schnell mal umstellen. Und wenn ich hier drücke und halte, dann wird hier die Beleuchtung anders geschaltet. So kann ich darüber auch ein bisschen Strom sparen, und das kann ich natürlich auch wieder einschalten. Ja, auf PF3 habe ich dann die SMS-Funktion. Das heißt, hier kann ich Nachrichten dann schreiben, kann in meine Inbox schauen, meine Outbox, meine Draftbox, kann dann hier natürlich auch durchgehen und hier Nachrichten lesen. All solche Sachen, das ist hier drüber dann möglich. So komme ich also schnell mal dahin, wenn ich jetzt Nachrichten schreiben möchte. Wenn ich die Taste drücke und halte, dann wird DTMF aktiviert, sodass ich dann DTMF-Töne eingeben kann über das Mikrofon natürlich. Und so kann ich dann zum Beispiel Echolink-Repeater, analoge Echolink-Repeater steuern. Dann haben wir die PF4-Taste. Hier habe ich die Scan-Funktion drauf. Einmal Scan und auch den Scan-Art und Weise hier ändern. Hier ist es aber so, wenn man die Scan-Funktion nutzen will, dann muss man immer erst eine Scan-Liste auswählen. Das geht hier über die Scan-Funktion. Dann wählt man die Liste aus. Zum Beispiel wähle ich hier mal die analogen Relais aus, Select, und dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann kann ich hier über PF4 dann, wenn ich die drücke, hier oben einen Scan der analogen Relais starten. Wie gesagt, erst muss immer diese Liste ausgewählt werden. Das ist so ein bisschen was, was mich nervt an dem Gerät. Aber ja, wenn man die Liste dann ausgewählt hat, kann man dann hier einfach über diese Taste das dann durchscannen. Und wie gesagt, wenn ich das drücke und halte, komme ich in die Scan-Einstellungen rein, sodass ich hier das auch nochmal schnell anpassen kann oder eben diese Listen auswählen kann. Ja, dann haben wir hier unten diese Taste, habe ich eben schon angesprochen. Hier kommt man auch nochmal in die Zonen rein und innerhalb der Menüs, egal in welchen Menüs man jetzt hier gerade ist, wenn wir irgendwo mal reingehen in irgendein Menü, so, dann kommt man hier über diese Taste immer wieder zurück. Dann kann ich also hier Back und Back drücken, bis ich dann wieder hier bin.
Ja, dann haben wir hier noch zwei Drehregler. Die funktionieren im Prinzip beide gleich und zwar kann man hier drüber primär die Lautstärke einstellen. Hier die Lautstärke für die VFOA, die obere hier. Und hier drüber, über den Drehregler, kann ich dann die Lautstärke der zweiten VFO hier entsprechend einstellen. Es gibt aber noch eine weitere Funktion und zwar kann ich auch hierüber auswählen, welche VFO denn genutzt werden soll. Und das geht einfach mit dem Druck auf die entsprechend auf den Drehknopf. Wenn ich hier also einmal drücke, dann seht ihr, springt hier diese Push-to-Talk-Anzeige nach unten und auch das FM wird rot. Das ist also hier die Anzeige, dass das jetzt ausgewählt ist. Das heißt, wenn ich jetzt Push-to-Talk drücke, sende ich hier. Und wenn ich jetzt nochmal hier drücke, dann springt das Push-to-Talk und wieder nach oben. Und hier wird das DN rot. Und das ist dann die Anzeige, dass ich hier entsprechend jetzt senden kann. Gehen wir auch noch ganz kurz hier auf das Mikrofon einmal ein. Hier an der Seite die Push-to-Talk-Taste. Wenn wir die drücken, gehen wir halt auf Sendung. Das wird uns auch hier an der roten LED da oben angezeigt. Dann haben wir hier Tasten mit, von 1 bis 0, auch mit Buchstaben, die wir nutzen können. Und hier haben wir eine Down- und eine Up-Taste. Mit den Down- und Up-Tasten kann man hier durch die Kanäle dann auch gehen, durchgehen und die so auswählen. Ja, dann haben wir hier die Tasten P5, P6, P7, P8. Die sind ja auch individuell programmierbar. So habe ich zum Beispiel hier einmal die Zonenauswahl drauf liegen oder hier zum Beispiel das Menüaufruf drauf liegen. Eigentlich hatte ich auf die Taste P8 auch zurückgelegt, sodass ich nicht hier diese Back-Taste nutzen muss. Aber die P8-Taste scheint irgendwie zumindest aktuell nicht zu funktionieren, sodass ich hier im Moment noch Probleme habe. Vielleicht liegt es daran, dass das CPS noch nicht so hundertprozentig ist. Auch die Beschriftung hier ist ja anders als in der Software angegeben. Also da könnte durchaus noch irgendwas nicht stimmen. Das ist nur so ein bisschen optimierungsbedürftig. Aber wie gesagt, das kann man ja auch alles sich selber belegen. Zur Not lege ich das halt einfach auf eine andere Taste, muss das ein bisschen umprogrammieren, dass es dann funktioniert. Schauen wir uns jetzt die Anzeige an. Die ist im Prinzip hier so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben hier oben einmal eine Statusleiste. In der Statusleiste werden verschiedene Informationen angezeigt, zum Beispiel welcher Lautsprecher aktiv ist, ob Vox aktiv ist, ob GPS aktiv ist, ob Bluetooth aktiv ist. Die Versorgungsspannung wird hier angezeigt und es gibt auch hier eine Uhrzeit. Die muss man immer aber selber stellen. Hier ist keine Batterie drin, die die Uhrzeit hält. Am einfachsten ist es, man macht GPS an und sobald man GPS-Empfang hat, wird hier auch die Uhrzeit richtig eingestellt. Ja, unten haben wir dann hier ebenfalls eine Zeile, die euch anzeigt, wie die beiden Knöpfe hier an der Seite belegt sind. Einmal hier stand ein bisschen mit Menü oder mit Zone. Und es gibt hier auch in der Mitte noch eine Anzeigemöglichkeit, was die Talkgruppen angeht, ob ihr gerade einen Private Call macht oder einen Group Call. Das wird euch dann ebenfalls hier mit so einem kleinen Icon-Symbol dort unten angezeigt. Dann haben wir in der Mitte hier die beiden VFOs, VFO A und B. Hier beide sind grün geschaltet, sind also beide aktiv. Ihr könnt in den Menüs auch einen Punkt auswählen, dann wird nur eine euch hier angezeigt, aber dadurch wird die Anzeige nicht signifikant größer, sondern es wird einfach nur die zweite quasi ausgeschaltet und die andere in die Mitte so ein bisschen zentriert. Von daher macht das nicht allzu viel Sinn. Ja, dann haben wir hier jeweils, was die Anzeige angeht, seht ihr hier den Kanal zum Beispiel und hier unten in klein immer die Zone. Hier, das ist das Relais-Niedecken, hier die Zone für die analogen Relais. Ihr seht hier, in welcher Modulation gesendet wird, hier in FM oder in DN, das steht halt für DMR. Und natürlich, wenn wir hier umschalten, dann haben wir auch die Push-to-Talk-Anzeige. Das sagte ich euch ja eben schon, da einmal Push-to-Talk und in Rot immer dann die VFO, die gerade aktiv ist.
Ihr seht hier auch den Zeitschlitz, der wird euch hier ebenfalls angezeigt mit 1 oder 2. Und ihr seht da auch so ein kleines Minus oder Plus noch. Das ist die Ablage, wenn eine Ablage programmiert ist. Wenn wir da eine Zone schalten mit einem Simplex-Relais oder einem Hotspot oder sowas, dann hat man da natürlich keine Ablage programmiert. Ja, dann habt ihr unten drunter hier die Lautstärke, die kann man hier für DMR sehr gut regeln. Für die analogen Relais ist es tendenziell so ein bisschen laut, aber das geht noch gerade so. Das ist halt so ein relativ altes Problem, das man immer wieder hat bei diesen Geräten, warum auch immer man das nicht in den Griff bekommt. Aber die analogen, die kann man leider nicht so fein abstimmen. Aber es hält sich im Rahmen. Unten drunter haben wir dann eine Balkenanzeige. Die Balkenanzeige zeigt euch an, wenn was empfangen wird. Und dann hier in diesem hellen Bereich und der Rot, das Rote ist eben die Sendeleistung. Hier, das ist 20 Watt und hier, wenn das so ein voller Balken ist, dann ist das 40 Watt Sendeleistung, die wir hier haben. Ja, und wenn ich mal hier gucke, ob wir mal so ein Relais finden, wo ein bisschen Betrieb ist. Ja, dann seht ihr das auch hier. Mit dem Empfang, dann seht ihr hier, dann wird das, wenn was empfangen wird, dann ist das hier grün und hier ändert sich dann die Anzeige auch, die zeigt euch an, wie lange schon empfangen wird. Wir schalten nochmal gerade zurück. Der Check will er einigermaßen aufgeräumt haben. Es sieht im Augenblick ein bisschen wüst aus vielleicht. Genau, und da könnt ihr das dann eben sehen und der Name, der Kanalname jeweils, der wandert dann beim Empfangen nach hier oben. Wenn ihr DMR nutzt, dann habt ihr hier oben an der Stelle, wo Kanal jetzt steht, dann den Nutzer stehen, entweder die DMR-ID oder den Namen, das könnt ihr einstellen. Ihr müsst aber vorher diese Hem-Contacts hier in das Gerät hochladen, damit das Ganze funktioniert. Gehen wir zum Abschluss noch mal ganz kurz auch auf die Menüs ein, die es hier noch so gibt. Hier ist zunächst mal anzumerken, es gibt unterschiedliche Anzeigen, je nachdem, ob ihr auf einem analogen oder einem digitalen Relais gerade seid. Wenn wir hier mal in einem digitalen Relais das Menü aufrufen, seht ihr, haben wir hier insgesamt 12 Menüpunkte. Und wenn ich auf ein analoges wechsle, dann sind es nur 8 Menüpunkte, die uns hier zur Verfügung stehen. Und das liegt ganz einfach natürlich daran, dass es bestimmte Menüpunkte gibt, die man bei analogen Relais nicht nutzen kann, wie zum Beispiel hier die Kontakte oder die Nachrichten, die Textnachrichten oder auch das Call-Log zum Beispiel, solche Sachen, die sind hier nicht verfügbar. Ja, bei den Kontakten habe ich, glaube ich, eben schon gezeigt, können wir auf die Talk-Gruppen zugreifen zum Beispiel. Wir können aber auch hier die selber Nutzer eingeben, Manual Dial mit DMR-ID arbeiten. Dann haben wir hier das Message-Menü. Hier gibt es eben die Möglichkeit, Textnachrichten zu schreiben, entweder selber zu schreiben über die Tastatur am Handmikrofon oder man kann hier die eingespeicherten Nachrichten einfach auswählen. Das ist natürlich besonders angenehm, wenn man so Services nutzt, im Brandmeister-Netz zum Beispiel die Services, dann kann man das hier eben ganz schnell darüber machen. Ja, dann haben wir hier Inbox und Outbox und Draftbox, wo man dann empfangene Nachrichten entsprechend sehen kann. Im Call-Log sieht man die ausgehenden und eingehenden Anrufe und auch die Anrufe, die man verpasst hat, werden euch hier angezeigt. Dann haben wir die Scan-Funktion, die habe ich ja eben auch schon kurz gezeigt. Hier können wir eben die Scan-Liste auswählen und die Scan-Listen hier auch bearbeiten und den Modus entsprechend ändern. Dann haben wir die Bearbeitung der Zonen und Kanäle. Hier kommen wir dann rein, können uns die einzelnen Sachen hier anzeigen, draufgehen, Select oder auch mit Modify Name den Namen ändern. All solche Sachen lassen sich hier drüber machen. Im Bereich Local Settings haben wir dann eher so allgemeine Einstellungen, wie zum Beispiel Keypad Lock oder Hintergrundbeleuchtung, Display Mode. Hier noch ganz interessant, kann man wählen, was angezeigt wird. Kanalnummer und Kanalname, Kanalnummer und Frequenz oder einfach nur die Kanalnummer. Dann haben wir hier die Vox-Funktion zum Beispiel oder den Channel-Switch. Da können wir auch noch hier bestimmte Einstellungen machen. AB-Repeat-Funktion, das ist für die Repeater-Funktion. Machen wir vielleicht mal ein eigenes Video drüber, denn das Ding hier kann auch als Crossband-Repeater genutzt werden. Und hier kann man dann noch Factory-Reset machen.
Im Bereich Parameters gibt es dann Einstellungen zum Timeout-Timer, zur Sendeleistung und hier gibt es noch so Repeater-Settings, die man hier ändern kann für diese Repeater-Funktion. Dann haben wir hier das Tonmenü. Hier kann man diese ganzen Töne und Warnungen einstellen. Das habe ich euch ja schon mal kurz erklärt, bei der Programmierung auch wichtig ist. Hier kann man umstellen auch zwischen General und Silent. Wenn euch das Gepiepe auf die Nerven geht, schaltet hier auf Silent um und schon ist alles ruhig. Im Bereich Appendix haben wir dann so Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel GPS, was wir hier ein- und ausschalten können. Hier gibt es noch so ein UKW-Radio, was genutzt werden kann. Hier kann man die Zeit stellen, und hier kann man auch aktivieren, dass das Ganze per GPS dann koordiniert wird. Dann haben wir die DMR-DTF-Töne. Hier die Funktion für das Handmikrofon und die Lautsprecherauswahl. Hierüber kann dann APRS genutzt werden. Und hier schalten wir Bluetooth ein oder aus und koppeln auch entsprechend Bluetooth-Geräte. Ja, im Bereich Record können wir dann unsere Aufnahmen wählen. Ich hatte das ja auch in der Programmierung schon mal gezeigt. Man kann hier bestimmen, was aufgenommen wird, Empfangenes und Herausgesendetes. Kann hier aufgenommen werden in einen internen Speicher und das kann man sich dann natürlich auch hier drüber wieder anhören. Im Bereich Device-Info gibt es so ein paar allgemeine Informationen, die Radio-ID, die eigene zum Beispiel, RX-Group-Listen sind hier drin, die hier konfiguriert wurden. Channel-Contacts-Nummer, die Version ist hier drin, dass ihr gucken könnt, ist eine neue Firmware für euch da. Und hier drüber lassen sich auch die Alias-Settings steuern. Das ist ganz wichtig. Wenn man hier etwas empfängt, kann man hier das Talker-Alias zum Beispiel auswählen, dass man eben den Namen zum Beispiel der Person angezeigt bekommt und nicht nur die DMR-ID, auch das lässt sich hier in dem Bereich einstellen. Zu guter Letzt gibt es dann die Funktion Edit Channel, die habe ich euch eben schon gezeigt. Da kann man eben die Einstellung des aktuellen Kanals dann ändern. So, zum Abschluss wollen wir uns noch mal ein bisschen Funkverkehr hier auch in der Praxis anschauen. Dazu bin ich hier einfach mal in irgendeine Gruppe reingegangen und wir drehen mal ein bisschen auf. Ihr seht jetzt hier, wie das funktioniert mit der ID und dem Talker-Alias und hier auch die Anzeige des Empfangs. Und wir machen mal ein bisschen lauter und hören mal mit. Ja, aber solange ich jetzt Spaß hatte und mich das angehört hat, hattet ihr den auf jeden Fall. Von daher kann man ja dazu nichts sagen, würde ich mal sagen. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf Montag wieder gespannt. Da freue ich mich schon wieder drauf. Mikrofon wieder zu dir. Jojo, nee, das ist immer das gleiche Spiel. Irgendwie ist das ein fester Bestandteil schon geworden und von dem her, man freut sich jeder Woche der Ordner drauf. Ab dem Dienstag geht schon los und ja, wenn es einmal weggeht, da verfällt man schon fast in Trauer. Das ist irgendwie zur Familie geworden. Mikrofon zu dir. Und ja, ich finde es geil. Ich freue mich jeden Montagabend drauf, da rüber zu fahren, auch wenn es immer ein paar Kilometer sind, aber gut, mein Gott. Ja, das soll uns mal genügen hier. Die Talk-Gruppe ist übrigens nicht Niederrhein, so wie es hier steht, sondern es ist eine andere Talk-Gruppe, die hier nur mit aufgeht, weil das in derselben Empfangsgruppe ist. Ja, da habt ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommen, wie sich das Ganze anhört. Kommt es jetzt über den Hotspot oder ist das über TV? Ja, soweit mein Video hier zur Bedienung und zu den Menüs des Radiodity DB40D. Ja, alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Es gibt noch hier und da so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel diese P8-Taste, die sich irgendwie nicht so richtig programmieren lässt. Aber insgesamt sicherlich doch ganz in Ordnung. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen anpassen muss, ist meine persönliche Programmierung hier der Tasten. Denn erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass das ein oder andere doch sich irgendwie über die bereits vorhandenen nicht programmierbaren Tasten dann abrufen lässt. Also habe ich ein bisschen mehr Spielraum, werde das vielleicht nochmal anpassen. Aber da werde ich vielleicht warten, einfach bis auch ein Firmware-Update kommt, sodass auch die P8-Taste hier dann sauber funktioniert. Ja, in den kommenden Videos möchte ich mir noch so die Spezialfähigkeiten mal anschauen. Wir haben ja hier noch hinten diese beiden Antennen, einmal für GPS und
für Bluetooth. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal mir anschauen. Vielleicht mache ich auch noch was zum Thema Service, also Nachrichten, mit denen man dann zum Beispiel das Wetter abrufen kann oder andere Informationen vom zum Beispiel Brandmeisternetz bekommt. Wenn ihr da Vorschläge habt, Ideen habt, haut es mir gerne hier unten in die Kommentare rein. Wie immer findet ihr natürlich unter dem Video in der Videobeschreibung den Link zu Radiology, zum DB40D und da gibt es auch einen Gutscheincode übrigens abzugreifen, wo ihr nochmal so ein bisschen sparen könnt, falls euch das Gerät interessiert. Falls es euch nicht interessiert und ihr die Videos gut findet, dann gibt es da auch einen Link zum Funkwelle-T-Shirt-Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk-T-Shirts kaufen könnt und mit dessen Kauf ihr dann auch den Betrieb dieses Kanals ein klein wenig unterstützt. Ich würde mich freuen. Ich freue mich aber natürlich auch über einen Daumen nach oben, über das Weiterempfehlen hier meines Kanals oder dieses Videos und natürlich über das Abonnieren und das Drücken der Glocke, denn nur so werdet ihr auch über die kommenden Videos dann ausführlich und richtig informiert. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.